rein. Eigentlich bin ich über einen Gitarrenbau zu den Kontrabässen gekommen, aber ein ziemlicher Umweg eigentlich. Ich habe damals in der Schule Gitarre gespielt und konnte mir die Gitarre, die ich haben wollte, nicht leisten. Habe versucht, die selber zu bauen und bin kläglich gescheitert. Habe danach, nachdem ich Abitur gemacht hatte, geguckt, ob ich nicht irgendwo das lernen könnte. Bin dabei auf eine Schule in England gestoßen, wo Geigenbau bzw. auch Gitarrenbau unterrichtet wurde. Ja, und dann habe ich mich da beworben nach dem Zivildienst, habe eine Stelle gekriegt, einen Platz gekriegt und habe dann da erst 2 Jahre Gitarrenbau gelernt. Und als ich dann festgestellt habe, dass damit nicht besonders viel zu machen ist, habe ich noch 3 Jahre Geigenbau drangehängt und habe dann da meinen Abschluss im Geigenbau gemacht. Danach eine Stelle zuerst in Australien gefunden für 6 Monate. Bin danach für 3 Jahre nach London gegangen und habe da gearbeitet und in dem Laden hatten wir uns auf Kontrabässe spezialisiert und nach kürzester Zeit habe ich da meine Liebe zum Instrument entdeckt. Nachdem ich an die 100 Kontrabässe auseinandergenommen hatte und wieder zusammengesetzt habe, habe ich mir gedacht, ich könnte die Dinger ja auch mal selber bauen. Und habe mich dann selbstständig gemacht und habe angefangen damit. Hier ein besonders schönes Exemplar, ein alter italienischer Kontrabass, ist ca. 400 Jahre alt und man kann ganz gut erkennen, dass sich also selbst in den 400 Jahren nicht viel getan hat. Die Form ist sehr gleich geblieben und am Bass selber erkennt man, dass also 400 Jahre an so einem großen Stück Holz nicht ganz spurlos vorbeigehen. Er hat schon sehr viele Reparaturen hinter sich und teilweise sind auch Teile ausgetauscht worden. Wobei er noch in sehr gutem Zustand ist für sein Alter. Also zusätzlich zu meinen Kontrabässen, die ich selber baue, habe ich auch als Geigenbauer natürlich auch Geigen im Sortiment. Die fangen bei den ganz einfachen Schülermodellen an, in sämtlichen Größen, also runter bis zur 16. Geige. Ich mache gerade das Fähre. Diese hier und rauf bis zu professionellen Instrumenten für entweder ambitionierte Hobbymusiker oder professionelle Geiger ist eigentlich alles da und biete vollen Reparaturservice für sämtliche Streichinstrumente, also von Geige über Bratsche, Cello und Kontrabass an. Mhm.